die Tür öffnen. Um irgendeiner Person oder Situation deine Aufmerksamkeit widmen zu können, musst du für dich selbst, für die andere Person und für die betreffende Situation präsent sein. Solange du allerdings von dir selbst, von den anderen oder ganz allgemein von der Situation etwas Bestimmtes erwartest, kannst du nicht ganz aufmerksam sein. Deine Fähigkeit, aufmerksam zu sein, hängt von deiner geistigen Offenheit ab. Davon, ob dein Geist frei von Werturteilen und Erwartungen ist. Ein offenes Herz ist aber genauso wichtig, und das erfordert Mitgefühl für dich selbst und andere und die Fähigkeit, Vergangenes zu vergeben. Ein offenes Herz zu haben bedeutet, andere als Gleiche zu behandeln, den Blick auf das Gemeinsame zu richten und sich auf die dadurch entstehende Nähe einzulassen. Die Tür zur Liebe öffnet und schließt sich in dem Maße, wie du deinen Geist und dein Herz öffnest und schließt. Wenn sich die Tür schließt, muss man geduldig sein und vergeben können. Sonst öffnet sie sich vielleicht nicht mehr. Man muss nicht nur die Gegenwart der Liebe fühlen können, sondern auch ihre Abwesenheit. Indem man ihre Abwesenheit fühlt, lernt man zu lauschen und innerlich weicher zu werden. Wenn man sich von anderen getrennt fühlt, lernt man, auf die subtilen Wertungen und Urteile zu achten. Jede Erfahrung der Trennung oder Wertung ist eine Gelegenheit, sich für die Gegenwart der Liebe zu öffnen. Auf der geistigen Ebene bedeutet das, sich von Vorurteilen und ihren Rechtfertigungen zu lösen. Auf der emotionalen Ebene bedeutet es, die Auswirkungen der Trennung zu fühlen, den eigenen Schmerz und den Schmerz des anderen Menschen. Der Wechsel vom Urteil zur Akzeptanz, von der Trennung zum Mitgefühl, ist die eigentliche Voraussetzung für Heilung. Wenn du nicht fähig bist, diesen Wechsel zu vollziehen, bereitest du den Boden für Krankheiten im Geist-Körpersystem. Jeder von euch muss lernen, von Krankheit auf Heilung, von Engstirnigkeit und Engherzigkeit auf Offenheit, von Misstrauen auf Vertrauen umzuschalten. Ihr müsst lernen, Frieden zu demonstrieren, indem ihr Verteidigungshaltungen in eine empfängliche Haltung umwandelt. Ihr müsst lernen, Harmonie in eure Beziehungen zu bringen, indem ihr ausschließende Gedanken und Handlungen in einschließende verwandelt.
Ein Heiler oder jemand, der Wunder wirkt, hat die eigene innere Fähigkeit akzeptiert, völlig frei von Konflikten, Schuldgefühlen und Werturteilen zu sein. Wenn du diese Fähigkeit in dir selbst akzeptierst, wirst du Wunder in deinem Leben wirken, so wie ich es getan habe. Ich habe dir viele Male gesagt, dass du dazu fähig bist. Heilung ist nicht nur möglich, sie ist sogar notwendig. Jeder von euch ist der Heiler seiner eigenen wahrgenommenen Verletzungen und Ungerechtigkeiten. Ein Zeuge der Heilkraft des Wunders. Heilung ist euer einziger Daseinszweck auf dieser Erde. Je früher ihr das erkennt, desto besser. Erinnere dich daran, dass jede authentische spirituelle Praxis damit beginnt, sich selbst lieben und annehmen zu lernen. Versuche nicht, andere Menschen zu lieben, bevor du gelernt hast, dich selbst zu lieben. Es wird dir nicht gelingen. Wenn jemand in dein Leben tritt, der alle deine Knöpfe drückt, versuche nicht, diesen Menschen zu lieben. Verzichte einfach darauf, deine Negativität auf ihn abzuladen. Klage ihn nicht an. Beschuldige ihn nicht. Mache ihn nicht zum Feind. Erkenne einfach an, dass er deine Knöpfe drückt und bitte um Zeit, um mit deinen Gefühlen allein sein zu können. Wenn du allein bist, erinnere dich daran, dass alles, was du fühlst, nur zu dir gehört. Die andere Person hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Löse dich von allen Gedanken, die den anderen für deine Gefühle verantwortlich machen wollen. Bleib bei deinen eigenen Gefühlen und sage dir: Meine Gefühle zeigen mir einen Aspekt meiner selbst, den ich verurteile. Ich will lernen, alle Facetten meines Selbst anzunehmen. Ich will lernen, alle verwundeten Anteile meines Selbst zu lieben. Jetzt bist du an den Punkt gelangt, an dem echte Transformation stattfindet. Jetzt bist du bereit, dein Herz mit Liebe zu füllen. Übe das unermüdlich und habe Geduld mit dir. Versuche nicht, deine Brüder und Schwestern und deine ganze Umgebung zu heilen, bevor du gelernt hast, dein eigenes Herz mit Liebe zu füllen. Dieser Versuch muss fehlschlagen und führt nur dazu, dass du dich noch stärker verurteilst. Habe Mitgefühl mit dir selbst. Mach kleine Schritte. Fang an, deine eigenen Gedanken und Gefühle zu heilen. Jedes Mal, wenn du einen wertenden Gedanken
oder ein Gefühl der Trennung heilst, wird das von jedem Geist und jedem Herzen im Universum wahrgenommen. Deine Heilung ist nicht nur deine Heilung, sondern die Heilung aller Wesen. Wenn du inneren Frieden findest, manifestiert sich der Friede in der Welt. Wenn du anderen gegenüber eine Verpflichtung hast, dann diese in deinem eigenen Herzen, in deinem eigenen Kopf Frieden zu schaffen. Manche Leute sind der Meinung, ein solcher Rat sei egoistisch und verantwortungslos. Sie glauben, sie müssten die Welt retten, um das Glück zu finden. Doch das ist ein Irrtum, der auf falscher Wahrnehmung beruht. Solange sie das Glück nicht in sich selbst gefunden haben, ist die Welt verdammt. Das klingt vielleicht hart, aber es ist die Wahrheit. Wenn du nicht jetzt glücklich sein kannst, wirst du das Glück niemals finden. Wenn du also im Moment nicht glücklich bist, gib den Versuch auf, das Glück in der Zukunft zu finden und richte deine Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment. Hier liegt das Glück, ein offenes Herz und ein offener Geist sind die Tür zur Gegenwart der Liebe. Selbst wenn die Tür geschlossen ist, fordert sie dich auf, sie zu öffnen. Selbst wenn ihr urteilt und euch voneinander getrennt fühlt, verstummt der Ruf der Liebe in eurem Innern nicht. Ich habe euch immer wieder gesagt, ganz gleich, wie oft ihr euch geweigert habt, das Allerheiligste zu betreten, ihr braucht nur anzuklopfen und die Tür wird euch aufgetan. Ich habe euch gesagt, bittet und euch wird gegeben. Aber ihr weigert euch, mir zu glauben. Ihr glaubt, dass irgendjemand eure Sünden zählt, eure Momente der Unentschlossenheit oder Widerspenstigkeit. Aber das ist nicht wahr. Die einzigen, die mit dem Zählen beschäftigt sind, seid ihr selbst. Ich sage dir, Bruder, hör auf, deine Sünden zu zählen und Ausreden zu erfinden. Hör auf, so zu tun, als sei die Tür verschlossen. Ich stehe hier auf der Schwelle. Nimm meine Hand. Wir werden die Tür öffnen und gemeinsam hindurchgehen. Ich bin die Tür zu deiner Liebe, die an keine Bedingungen gebunden ist. Wenn du durch diese Tür gehst, wirst du selbst zur Tür. Denn Christus lebt in jedem von euch. Paul Ferrini.